Ist dir egal, ne, wenn du frech bist. Jetzt schläft er ein. Jetzt hat er gefressen, hat ein bisschen Scheiße gebaut und jetzt gehen die Döppen zu. Zack. Dann schlaf. Schlaf, Etti, schlaf. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir, ein neuer Daily Vlog. Zurzeit komme ich gar nicht raus aus dem Vloggen. Mir macht das so viel Spaß, euch mitzuteilen, was so los ist bei mir und mit euch in den Kommentaren zu schreiben. Und ja, vielen Dank auch für eure ganzen positiven Nachrichten, die ihr mir per Mail oft schickt. Ich hoffe, ich habe alle beantwortet. Wir sind schon fertig quasi zur Arbeit, so auf den Sprung. Ich muss gleich los, ich muss bis mittags arbeiten. Es geht mir wunderbar. Ich habe ein bisschen Morgenübelkeit, aber das macht mir nichts aus. Also es ist nicht so, dass ich brechen muss oder so. Es ist für mich einfach nur ein schönes Zeichen, dass alles in Ordnung ist. So hoffe ich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Na? Oh, du hast Autofahren, ne? Du hast es einfach. Ach ja, stimmt. Muss ich ja noch registrieren, das WLAN hier. Wieder Dampf Ängst nehmen. Aber ist nicht mal stärker. Dann muss ich meinen Kalender. Ich nehme den jetzt immer mit nach Hause, meinen Kalender, wo ich die Termine alle eintrage. Weil wenn ich nicht jeden Tag arbeite und mich rufen Kunden an, wenn ich zu Hause bin, dann dass ich mit denen auch Termine vereinbaren kann. Macht Sinn, ne? Voll logisch. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Ich bin verbimmelt. Noch mehr als sonst. Richtig. Die wunderschöne Zeit ist mal gekommen. Ja, gleich gibt's Essen. Für uns gibt's gesunden Shake. Kind war wach, oder? Kind war wach zu Hause. Ach, hier ist deine Essen. Soll ich die können wir mit nach Hause nehmen, tut man dann. Ja. War die auch mal zu Hause? Das weiß ich nicht. Ist ja ein Käffchen zum Wachwerden. Warte. Boah, ist der stark, der Kaffee. Echt, ich hab zwei Löffel oder was? War vom Kunden, den ich geschenkt gekriegt habe. Oh. Der ist halt die höchste Röschung mit Karamell. Echt? Das ist ein Wachmacher. Wie sagt man, da rollen sich die Fußnägel nach oben, so stark ist der. Aber lecker. Ich habe jetzt Feierabend, ich bin schon zu Hause und ich bin so müde. Bert war noch in diesem Guy Pinks Vortagsladen, was ich euch schon mal erzählt habe, wo es halt Gebäck vom Vortag zum halben Preis gibt. Und ja, der hatte uns so heute Morgen Brötchen geholt. Zeige ich euch. Ich habe meins nämlich noch nicht gegessen, weil mir so übel ist. Ich kriege es irgendwie nicht runter. Und diese esse ich total gerne vom Gaiping. Und da ist drauf diese Hobelswurst und Frischkäse. Ich habe zwei Oberhälften, hat der Bernd mir beide gegeben, weil ich die am liebsten esse, die Oberseite vom Brötchen. Und Brot hat der geholt. Ich habe das schon aufgeteilt, weil wir die Hälfte immer einfrieren. Das ist einmal so ein helles Brot und einmal sowas wie Weltmeister oder so mit so Körnern. Und ja, es kostet dann halt nur die Hälfte, der hat für alles 4 Euro bezahlt. Weil so irgendwie können wir zurzeit nicht mehr das Brot sehen vom Lidl und Aldi und das ist halt immer dasselbe und deswegen gehen wir jetzt ab und zu in diesen Vortagsladen und dann immer eine schöne Auswahl. Ja, ich bin müde. Ich glaube, ich lege mich jetzt ein bisschen draußen im Garten im Sonnenstuhl rein und genieße die Sonne. Es ist nämlich herrliches Wetter. Es sind so leichte Schäfchenwolken und dann ja, ist die Sonne wieder ein bisschen weg und dann kommt sie wieder und das ist so voll angenehm, da könnte man so ein bisschen dösen. Du hast ja nicht mehr viel auf, ne? Nein. Was musst du machen? Mathe oder? Arbeitsblattseite 7, Arbeitsblattseite 75. Hm. Schauen wir mal, was unser Gemüse macht hier. Ich habe gestern schon gesehen, dass unser Salat hier angefressen wurde. Ich glaube von den Schnecken. Der war so schön.
Ja, den hätte man schon fast ernten können und jetzt ist alles abgefressen. Der hier auch, ja. Schade. Das hier waren so Saatbänder mit Radieschen, Möhren und Salat. Und die Hälfte ist auch schon weggefressen. Hier kommt alles Kartoffeln. Die kommen auch schon ganz gut. Hier die ganze Kohlrabi wurde abgefressen. Zucchini kommt, die blüht sogar. Haben wir 3 Pflanzen insgesamt. Und da werden wir einiges an Zucchini ernten können. Vorher ist noch der ganze Knoblauch, Sellerie und jetzt kommen die Salatherzen. Da hat der Bernd noch gesagt, ernte die. Die sind so schön groß. Ja, jetzt sind sie abgefressen. Ich will aber auch kein Schneckenkorn dran machen. Ach, die wollen ja auch nur fressen, ne? Hier die ganzen Zuckererbsen, die muss ich mal so hier am Zaun. Dann können die sich da hoch ranken. Ja, kein Glück dieses Jahr. Hier haben wir ein Radieschen. Das könnte man sogar essen, glaube ich. So, ich glaube, mit den Erdbeeren haben wir dieses Jahr ein großes Glück. Die haben ganz viele Blüten und auch schon ganz viele Erdbeeren dran. Zwar alle noch grün, aber das wird schon noch kommen. Und die breiten sich hier wahnsinnig aus. Dieses Jahr. Die haben wir ja gestern. Letztes Jahr ist eingesetzt. Die machen sich ganz prächtig hier. Hier haben wir noch ein bisschen Weißkohl. Das kommt auch. Hier sind die anderen beiden Zucchini-Pflanzen. Ja, und auch Tomaten hier am Rand. Ja, und die Zwiebeln und die ganzen Kartoffeln vom letzten Jahr, die vergessenen, die kommen auch. Und der Bernd hatte dann ja hier ausprobiert, die ganzen Kartoffeleimer, also Kartoffeln, weil wir keinen Platz mehr in der Erde hatten, hat er unten Löcher reingemacht, gebohrt und Kartoffeln mit Erde und schaut mal, die kommen tatsächlich schon. Unsere Kartoffeleimer. So, super. Und das kommt jetzt bald alles weg, da habe ich ja schon den Sperrmüll bestellt. Dann ist das alles wieder ordentlich. Für ein Spieli das immer zu haben, ne? Okay, auf Sitz. Okay. Jetzt richtig. Wir gehen jetzt spazieren. Calvino, Smurfy und ich. Calvino wartet schon draußen. Er wollte nämlich mit dem Fahrrad fahren. Und dafür müssen wir das Fahrrad aus der Garage holen. So. Tüte, ziehe auch eine Jacke drüber. So. So. Also es ist total schön, aber es ist frisch, sagen wir so. Deswegen ziehe ich mir eine Jacke an. So, mein Täschchen. Kann ich auch wieder Steine sammeln gehen. Ich habe auch noch einen hier, den habe ich gefunden. Den muss ich noch wieder auslegen. Den habe ich selber gefunden. Also nicht gemalt, den habe ich nur gefunden. Und ich nehme einen mit von meinen gemalten. Tada! Den lege ich gleich neu aus. Oder Calvino, der hat da auch Spaß dran. So. Mein Handy zum Telefonieren. Da. Und es ist nicht erreichbar. So. Ach so, ich habe schon Linsensuppe gekocht. Tada! Die wollte ich heute Abend nur noch aufkochen und kann die schön durchziehen. Passt, weil es nicht so heiß ist, dann ein Süppchen dazu mit dem frischen Brot, was Bernd geholt hat. Ist das ganz angenehm heute Abend. Weiß ich auch nicht, der mag es einfach nicht. Snappy, komm mal hier. Vielleicht ist hier ein Autounfall. Komm
Unser Kollege hier, der Etty the Smurf, der will unbedingt da hinterher rennen. Und deswegen zieht er etwas sehr. Dann habe ich vorne die Leine auch noch drum gemacht. Der hat eine Kraft, wenn er will, ne? Wahnsinn. Ja, super. Jetzt bist du artig, dann darfst du auch wieder länger die Leine haben. Ich muss sie. Hör mal auf. Ey, geh mal. Er sagt, er kann das Video aber besser schneiden. Mhm. Geh mal weg. Was willst du denn jetzt hier? Ich kann hier? Das Video besser schneiden. Ich kann es besser. Lass mich mal daran. Du bist viel zu lang. Das ist so süß von unten, die Lefts. Du bist so süß, aber jetzt geh. Ich will hier das Video schneiden. Ab! Nein. Er sagt, das ist sehr interessant, was ich hier mache. Noch interessanter finde ich das Kabel. Ja, da wird er gerne reinbeißen. Das sind hier diese Kopfhörer, die er so gerne durchbeißt. Hör auf! Ey! Schnäuzchen. Go away. Na, na! Ey. Es wird ein Kampf. Du wirst verlieren. Ich zieh dir die Ohren lang. Na. Ich zieh dir die Ohren aus. Ich zieh dir die Ohren aus. Nein. So, ist jetzt gut? Ja. Sind wir jetzt alle wieder Freunde? Wie der ja. Die Hinterbeine hat und der Schwanz, der geht immer, wenn man mit ihm schimpft. Du bist frech. Ist dir egal, ne, wenn du frech bist. Jetzt schläft er ein. Jetzt hat er gefressen, hat ein bisschen Scheiße gebaut und jetzt gehen die Döppen zu. Zack. Dann schlaf. Schlaf, Etty, schlaf. Das Etty ist kein Schaf. Schlaf, Murphy, schlaf. Die Mama ist ein Beagle, der Papa ist ein Beagle. Und jetzt schlaf. Und der Calvino macht immer noch Hausaufgaben. Die haben so viel auf teilweise. Etty. Etty, schlaf. Er schläft jetzt. Er sagt, jetzt ist gut. Das Geld ist auch durcheinander hier, ne, im Monopoly. Ja. Ding als weil die Katze so. Darf ich drehen? Ja, klar, drehen. Ich möchte nämlich meine Taktik spielen, wenn ich darf. Ja, du kannst deine Taktik spielen, wenn du möchtest. Thank you. Aber Mama, ja. Wir haben das doch immer so gespielt, dass wenn ich jetzt hier drauf komme, die ganze Straße kaufen darf. Nein. So haben wir das immer gemacht. Nein. Warum doch? Oh Gott. Vielleicht haben wir das vereinfacht gespielt. Aber da du ja jetzt enormus groß geworden bist, können wir jetzt die Erwachsenen-Variante spielen. Ach, ich sollte, glaube ich, den Ben anrufen, wenn ich zu Hause bin. Das habe ich vergessen. Ja, ich sollte dich zurückrufen, oder? Vor 3 Stunden? Nein. Vor 4 Tagen. Du sitzt immer noch und wartest auf den seit heute Morgen. Seit 3 Jahren. Ja. Warum?
Hast du schon. Ja. Ich bin dran. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hast du dir gerade was von meinen Hühnern dran geklaut? Nein. Theaterstraße. Du bist dran. Ich klaue dir doch kein Geld. Du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Ich hab verstanden, ich sortiere gerade mein Geld. So viel, ne? Bitte jetzt auf drei parken. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, wir machen immer, also alle Strafen und Steuern, die man zahlen muss, machen wir in die Mitte und wer auf frei parken kommt. Das sind doch auch noch meine. Ja, das sind deine. Der darf den Pott haben. Ah, du bist so reich, du bist so reich. Jetzt bin ich so reich. 1, 2, 3, 4, 200 kriege ich und Gemeinschaftsfeld. Du willst nein. Du hast Geburtstag, jeder Spieler schenkt dir 10. Danke, oh. Das ist so nett von dir. Bitte schön, Michaela. Oh, danke, Calvino. Alles. Happy Birthday du. Happy alles Birthday. Gute zum Geburtstag. Danke. 10 Euro Monopoly-Karte. Wünsch dir was. Ich schleppe jetzt schon die ganze Zeit die Kamera mit mir rum und filme mich dabei, wie ich hin und her laufe. Vom Wohnzimmer zur Küche und hin und her, weil ich den Tisch decke und euch immer so einen halben Satz erzähle und dann höre ich wieder auf, weil ich wieder irgendwas vergessen habe und dann gehe ich wieder zurück und total, ich bin so nicht ganz da. Ich stelle jetzt die Kamera hier hin, so, und erzähle euch erstmal, was ich euch erzählen wollte und dann decke ich den Tisch in Ruhe ohne Kamera. Also, ich wollte mich eigentlich bei euch nur noch verabschieden und den Vlog beenden. Ich wollte mich bedanken, dass ihr mir zuschaut, fast jeden Tag. Und ja, ich habe euch halt noch erzählt, dass ich den Tisch jetzt decke und dass Bernd gleich von der Arbeit kommt. Smurfy, gehst du vom Tisch? Runter! Dann kommt der auch noch immer dazwischen. Und ja, dass Bernd gleich kommt und weiß ich nicht mehr. Ich bin verbimmelt. Gut, meine Lieben. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis morgen. Vielleicht mache ich auch mal einfach einen Tag Videopause oder ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Ihr werdet es ja sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.